Ja, ich hoffe, du hast gut geschlafen, Thea. Dann wollen wir uns doch mal mit Martin unterhalten. Der scheint was Neues herausgefunden zu haben. Martin, auf ein Wort. Ich habe einen Teil des Rituals entschlüsselt, mit dem ein Portal zu Kamurans Paradies geöffnet werden kann. Im Mysterium Xaxis werden vier Dinge erwähnt, die für das Ritual gebraucht werden. Aber bislang habe ich nur eines davon entschlüsseln können: das Blut eines Dedra-Fürsten. Es ist bekannt, dass Dedra-Artefakte häufig aus dem Wesen eines Dedra-Fürsten gebildet werden, woraus sie ihre großen Kräfte ziehen. Nicht gerade einfach zu beschaffen, aber wir müssen auf jeden Fall ein Dedra-Artefakt in die Hand bekommen. Bringt es zu mir, sobald ihr es geschafft habt. Okay, das hört sich doch gut an. Dann werde ich mal schauen, ob ich so ein Artefakt in meinen Besitz bringen kann. Ich melde mich später wieder, Martin. Ich glaube, ich bin ganz nahe dran, einen weiteren Teil des Rituals zu entschlüsseln. Ich hoffe, dass ich einige Fortschritte gemacht habe, bis ihr mit einem Dedra-Artefakt zurückkommt. Sehr schön. Gut, okay. Ein Dedra-Artefakt soll es also sein. Gut. Willst du mich etwa weggeben, Paul? Ein Karatief, dich behalte ich natürlich. Also besser gesagt, deine Rüstung gebe ich doch nicht her. Und einen Skelettschlüssel gebe ich definitiv auch nicht her. Einen Dietrich, der unzerstörbar ist, werde ich nicht zerstören lassen. Aber sag, Karatev, es gibt doch noch mehrere Götter. Und bei einer ganz speziellen Göttin stehe ich noch in der Schuld. Ja, es gibt mehrere Götter. Nocturnal hast du bereits kennengelernt. Merunes Dagon ist einer. Aber auch Meridia. Bei der netten Dame hast du ja immer noch was offen. Bin gespannt, was sie so für dich im Petto hat. Aber da wäre auch noch Azura und noch ein paar andere nette Leute, die ich aber nicht kennengelernt habe. Ja, gut. Aber mal schauen, wo wir denn diesen Schrein finden können. Da drüben ist etwas. Gut. Hier ist was auf der Karte eingezeichnet. Azuras Schrein. In der Nähe von der Höhle, wo wir letztes Mal waren. Ich glaube, das Beste wird es sein, erstmal dorthin zu reisen. Und mal bei Azura anzuklopfen. Schauen wir doch mal, ob wir uns mit der netten Dame irgendwie in Kontakt setzen können. Glaubst du nicht, Herr? Ja, gebe ich dir recht. Auf geht's. Zu Azuras Schrein. Noch gar nicht so lange her, als wir zuletzt hier waren, Herr. Und die ganzen Leute hier abgeschlachtet haben. Oder besser gesagt, ich abgeschlachtet habe. Ein Steinkreis. Laut der magischen Karte müsste der Schrein irgendwo hier oben zu finden sein. Schauen wir mal, wie gut du klettern kannst, Fair. Da wir uns auch außerhalb des Weges aufhalten, kann es gut sein, dass uns auch irgendetwas angreifen möchte. Hinten ist dein Haus. Komm, Fair, du kannst das. Sehr schön. Muss hier ein bisschen aufpassen, dass die Pferde sich hier nicht verletzen. Okay, du kannst das. Ja, alles ist gut. Sehr schön. Was das hier wohl für ein Dorf ist? Scheint mir etwas größer zu sein hier. Spannend. Wohnt hier jemand? Scheint mir ziemlich unbewohnt zu sein. Naja, wir haben unsere Aufgabe. Gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier drüben müsste irgendwo dieser Schrein sein. Hier oben irgendwo. Gut. Machst du super, Freya. Super. Die wird zwar ein bisschen zu steil für das Pferd. Doch noch nicht. Hast du super fair. Komm. Sehr schön. Komm. Ja, perfekt, perfekt. Ich
gewusst, dass du so eine gute Bergsteigerin bist, hätte ich den Weg öfters verlassen. Hier müsste ja sein, irgendwo der Schrein. Oh, ein Irrlicht. Gut, dann heißt es erstmal Schwert auspacken und dieses komische Lichtdingens da kaputt machen. Ey, Lichtgesicht! Wollen wir uns prügeln? Glaube. Verdammt, ich kann es nicht angreifen. Der! Du hast eine magische Waffe. Mach es kaputt. Sehr schön. Lichter. Das ist ja was. Bärenjunges, komm her, schlag mich ruhig. Ich bin auf eurer Seite. Tut mir leid, Thea. Oh, ein Bärenpilz. Sehr schön. Zurück zu den Pferden. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas tun können. Da oben ist noch ein Irrlicht. Wo ist denn dieser Schrein? Oh Gott. Ah, hier ist er. Wie ein Idiot daran vorbeigelaufen. Okay, hier sind auch schon ein paar Jünger. Und der sieht nicht sehr einladend aus. Der Herr? Ihr habt einen heiligen Ort betreten. Was wollt ihr hier? Ja, mein Name ist Poldirak, Kreuzritter. Bin auf der Durchreise hier, aber hatte schon mit mehreren dietrischen Göttern zu tun. Doch dieser Schrein, der gehört doch zur Asura, oder? Es sind düstere Zeiten. Und Gerüchte und Aberglaube vergiften die Gedanken der Leute. Solange ihr mich nicht von euren guten Absichten überzeugt habt, kann ich euch nicht mehr dazu sagen. Naja, wenn ihr mir halt nichts sagen wollt, dann an mir soll es nicht scheitern. Vielleicht treffen wir uns ein andermal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ich werde hier sein. Sehr schön. Vielleicht können wir auch so mit der Göttin in Kontakt treten. Guten Abend. Schauen wir mal. Okay. Scheint wohl nichts zu passieren, Theo. Probieren wir es nochmal. Nichts. Bin ich wohl noch nicht würdig genug. Die Dame? Ich versuche, mich zu konzentrieren. Ihr habt gestattet? Natürlich, natürlich. Aber ihr habt schöne Augen. Die Abenddämmerung hat schon eingetreten. Vielleicht können wir jetzt mit dir in Kontakt treten. Irgendwas fehlt mir noch. Vielleicht muss ich doch den Herrn von meinen guten Absichten überzeugen. Ihr habt einen heiligen Ort betreten. Was wollt ihr hier? Wir haben doch schon mal vorher geredet. Ihr habt doch gesagt, ihr würdet mir nicht so vertrauen. Hör zu, ich bin ein ziemlich netter Kerl und vielleicht können wir uns ja irgendwie einigen. Ja. Oh, was da? Jedes kleine bisschen hilft. Aber natürlich. Wir haben uns doch so schön unterhalten. Ihr könnt mir sicher mehr zu diesem Schrein sagen, oder? Dies ist der Schrein von Asura, der Königin von Morgen- und Abenddämmerung. Was führt euch hierher, Reisender? Ah, ja, ich wusste es doch. Naja, ihr müsst wissen, ich komme viel umher in der Welt und habe schon viel gehört, aber ich weiß, dass die dätrischen Götter mehr über diese Welt wissen. Viel länger schon existieren als wir Menschen. Deswegen wünsche ich es, Asura zu beschwören und mit ihr über das Wissen der Welt zu diskutieren. Wenn ihr mit der Fürstin sprechen wollt, besucht ihren Schrein im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung. Opfert ihr etwas Glühstaub, dann wird sie vielleicht geruhen, zu euch zu sprechen. Gut. Okay. Wir sind die Werkzeuge ihres. Dann schauen wir mal. Ist denn jetzt schon zu dunkel für die Dame? Gucken wir mal. Ja, scheint wohl schon zu weit fortgeschritten zu sein. Der Morgendämmerung. Gut. Dann würde ich sagen, Thea, campieren wir hier doch erstmal. Und schauen, ob wir morgen mit der Gottheit reden können. Schauen wir doch mal, Thea, ob sie jetzt zu uns sprechen will, die Göttin.
Ich habe euren Namen gelesen, Reisender, und habe gehört, wie ihr im Zwielicht geflüstert wurde. Ich bitte euch um einen Gefallen, der euch Ruhm und Belohnung einbringen wird. Vor vielen Jahren haben 5 Getreue den Vampir Dratik und seine Braut vernichtet. Doch sie alle wurden von der verdorbenen Kreatur vergiftet. Sie wussten, was mit ihnen geschehen würde, und schlossen sich selbst in der Höhle des Vampirs ein. Ihr Leiden lastet schwer auf mir. Macht euch auf zur ausgeplünderten Mine. Die Tür wird euch offen stehen. Bringt meinen Gefolgsleuten den erlösenden Tod, und meine Dankbarkeit ist euch sicher. Gut. Okay, wir haben die Göttin gehört und man sollte Göttin nie enttäuschen. Ich etwas gelernt habe. Oh. Freya, nicht so weit weglaufen. Gut. Hopp. So. Wollen wir doch mal schauen. Ah, die ist gar nicht so weit weg, die ausgeplünderte Mine. Das trifft sich ja sehr gut. Also Thea, auf geht's zu neuen Abenteuern. Glaubst du wirklich, dass sich das lohnt, für diese Göttin zu arbeiten? Karate, wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass dietrische Götter zwar hinterhältig sind, aber wenn man für sie arbeitet, schaut immer was Lukratives dabei raus. Und wir brauchen dieses Artefakt, denn ich will definitiv nicht den Skelettschlüssel aufgeben müssen. Weil den kann ich noch zu gut gebrauchen. Da hast du wohl recht. Das geplünderte Mine ist hier. Vampir also wieder. Zum Glück habe ich noch Tränke zur Krankheitsheilung. Was macht denn ein Oblivion-Tor hier oben? Hoffe ich nicht, dass die netten Herren, die da schon rausgekommen sind, mir im Weg stehen, wenn ich in die Mine rein will. Ah, da hinten sind schon welche. Ich würde sagen, wir lassen die Pferde mal hier her. Und beschäftigen uns mit den Herrschaften, die da durchgekommen sind. Ah, hier ist die ausgeplünderte Mine. Ja, der bettelt quasi darum. Hey, Zwiebelgesicht, ich hab was für dich. Komm her, ich weiß, dass du mich gesehen hast. Ah, nicht auf mich schießen, Thea. Hinten ist noch so ein Zwiebelkopf. Ey, ich hab schon deinen hässlichen Bruder getötet. Willst du auch noch mitmachen? Komm her, dann können wir zusammen prügeln. Nix da. Komm her. Ja, und noch ein hässlicher Bastard. Lass mich mitmachen. Ich bin auf eurer Seite. Ja, das tut mir leid, hier. Ich war immer etwas zu spät. Ein Oblivion-Tor hier oben, aber das merken wir uns mal. Unsere Aufgabe ist es, die ausgeplünderte Mine zu befreien. Danach können wir uns immer noch um dieses Tor kümmern. Ich sag mal, das erste Tor nach langer Zeit mal wieder. Aber zum Glück habe ich noch was gegen Vampire. Petto. Schauen wir uns hier erstmal um. Die Pflänzchen mitnehmen. Auf geht's. Gut, ja. Ah. Ist ein Stolperdraht? Nicht mit mir! Verdammt, meine Fackel ist ausgegangen. Gar nicht gut. Schau. Naja. Nee. Egal. Aber das hat jemand gehört. Naja, ich habe keine Angst vor Vampiren. Auch wenn die sich unsichtbar machen können. Herkommen! Nix da! Nur nicht zu nett, Theo. Warum
Vampirstaub kann man immer für teuer Geld verkaufen. Heisentanto kann man auch verkaufen. Hier unten zu Hause. Was haben wir denn hier drin? Eine Hufschmiedschürze. Glaube ich nicht, dass wir das gebrauchen können. Ja. Oh, Geld. Ein netter Kerl ist da. Ich glaube, uns hat jemand gehört hier. Von wo denn? Da ist jemand. Oh Gott. Riesiger Hammer. Ha, ha. Oh. Noch jemand. Ha, ha. Sehr schön, Thea. Vampirstaub kann man mitnehmen. Silberner Kriegshammer. Ziemlich gut ausgerüstet, der Herr. Ah, weitere Fackeln. Sehr schön. So, der kam von da hinten. Sonst noch jemand hier? Hallo? Nicht zu sein. Es gibt ja noch einen anderen Weg, den wir nehmen können. Hinten geht es weiter nach unten. Jetzt sind wir noch mal weiter. Also, wie soll man sich denn hier zurechtfinden? Oh! Ha, habe ich nicht tolle Reaktion? Ha, ich. Oh. Ein Schalter. Oh. Hm. Wo Fallen sind, da sind auch Leute. Okay. Doch nicht. Aber Särge. Seelenstein und Geld. Die können das jetzt eh nicht mehr gebrauchen. Nichts, was man mitnehmen kann. Ah, eine Silberader. Da ist leider nichts dabei. Was ja noch zum richtigen Grabschänderpol. Nix da, Karatev. Das sind Vampire. Nicht wissen, was die hier alles gemacht haben. Geht's denn hier lang? Auch nach unten. Hm. Gab noch einen Weg weiter oben. Den werden wir uns später anschauen, Thea. Mal hier schauen, was wir hier finden können. Was ist das? Ich bin nur hier. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Oh, weg mit euch. Hm. Können wir alles für teuer Geld, abgenutzte, verblichene Notiz mitnehmen? Ja, dann kommt hierher. Ich wärme mich auch erst gerade auf. Kommt. Warum macht ihr euch denn unsichtbar? Thea, wartet auf mich. Oh, verdammt. Oh. Oh, ich hasse es. Scheinen wohl alle gewesen zu sein. Sonst noch etwas hier? Nein. Aber da gab es noch einen weiteren Weg, den ich mir gerne anschauen würde, bevor wir weitergehen, Thea. Reparaturhammer und Geld. Kann man gebrauchen. Diese Wurzeln überall hier. Also die Eisenadern müssen wir jetzt nicht unbedingt alle mitnehmen. Nirgends lang. Hm. Ja, von hier kamen wir. Ich glaube aber, wir haben alle getötet oder befreit, besser gesagt, die befallen waren. Zum Glück haben sie die Vampirkrankheit nicht weitergegeben. Oder ich habe nichts davon gemerkt. Es hat ja diese Krankheit zur Ansicht, dass man nicht wirklich merkt, ob man befallen ist oder nicht. Jetzt hoffe ich. Ja, hier ist sowieso verschüttet. Oh, diese Wurzeln hier überall. Hm. Kommen wir von hier? Das ist ein bisschen verwirrend hier, das Ganze. Aber ich glaube, ja, genau. Von hier kamen wir. So, genau. Dann
Bevor wir hier durchge... Oh ne, hier geht's ja auch nochmal runter. Was ist denn hier lang? Auch nochmal was. Geld. Sehr viel Geld. Noch was. War nichts Wichtiges. Hier hinten. Nochmal ein Sarg. Mit Geld. Und Adern. Verdammte Wurzel. Überall. Kann ich doch nicht arbeiten, wenn das hier mal im Weg ist. Hier schon zum Gärtner degradiert von den Göttern der Dedra. Es tut dir gut, Polen. Bist du mal ein bisschen bescheidener? Danke, Karate, für deine aufbauenden Worte. Da war aber noch ein Weg, an den ich mich erinnern kann, den ich nicht betreten habe. Oder war das vielleicht der Weg, den ich jetzt gerade... Ja doch, das war der, den ich noch nicht begangen hatte. Ja, hier war der Eingang. Dann geht es wieder ab zurück an die frische Luft. Naja, so frisch ist es hier auch wieder nicht. Mit diesem schönen Himmel. Ich hoffe, unsere Pferde sind noch da. Ja, Freya ist halt verlassen. Ja, mit diesem Tor werde ich mich später mal beschäftigen. Aber zuerst heißt es, die erfolgreiche Absolvierung der Aufgabe zu melden. Auf geht's, Fair. Ja. So. Mal sehen. Kommen wir da nicht über die Straße hin oder muss ich hier wieder den Kletterer spielen? Der Kletterer geht ein bisschen einfacher. Und ein bisschen schneller. Was war das denn für ein Geräusch? Egal. Thea? Was machst du denn wieder, Thea? Bock dein Pferd? Oh verdammt, ein Wolf. Hey, okay, der macht wieder die Pferde ganz unruhig. Hey, Zwiebelkopf! Hier bin ich, komm her, Wauzi, ich zeig dir mal. Oh verdammt, oh verdammt, komm, schau doch mal zu, komm. Der Wolf. Aber sie werden auch immer größer. Alle, hopp. Der. Bock des Pferd. Der. Hallo. Scheint mir so zu sein. Der, bist du ein bisschen verwirrt? Kann das sein? Hier bin ich. Des Willen, Thea, was denn los? Hat dich die Vampirkrankheit getroffen? Hier bin ich. So. Schauen wir mal, was wir jetzt hinkriegen, alle. Ab, so. Sehr schön, geht doch. Du musst öfters schlafen, Thea, und nicht immer Wache schieben. Dieser Schlafentzug tut dir nicht gut, das habe ich dir schon einmal gesagt. Mach komische Sachen mit Leuten, wenn man zu wenig schläft. Ich habe dir gerade eine Geschichte erzählt, als ich einmal nackt durch den Marktplatz gerannt bin. Ohne zu merken, dass ich überhaupt nackt war. Ich habe mich dann immer gefragt, warum die Frauen so absolut an mir interessiert waren. Und so viele Kerle mir den Tod gewünscht haben. Also,
Manchmal macht man komische Sachen, wenn man zu wenig schläft. Genau, so sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Genau, dann noch hier unten, dann sind wir schon am Schrein von Asura. War eine schöne Gegend hier, muss man sagen. Kann ich mit ihr jetzt reden, obwohl noch nicht Abenddämmerung ist. Wir werden es gleich mal versuchen. Hopp. Ganz ruhig, Pferdchen. Lady Asura, ich habe die Aufgabe beendet. Ich danke euch, Sterblicher. Ihre Seelen sind nun frei. Und von nun an sollen über meinem Schrein für immer 5 helle Kerzen brennen, im Gedenken an ihr Opfer. Zum Dank für euren Dienst nehmt dieses Zeichen, auf das eure Tat in das Buch des Schicksals aufgenommen werde. Ich danke euch, Lady Asura, für euer Geschenk. Ich werde von euch erzählen in der Welt von Cyrodiil. Die Geschichten werden ein bisschen falsch erzählt über euch. Deswegen werde ich versuchen, sie zu korrigieren. Ich danke euch. Ah, du bist aber ein ziemlicher Schleimerpol. Vorher mal noch gesagt, oh, die bösen Dedra. Schnauze, Karatif. Ich hatte vielleicht meine Vorurteile, aber die Dedra sind nicht alle schlecht. Sie sind zwar nicht immer ganz fair zu einem, doch am Ende des Tages, wenn man sich mit ihnen arrangiert, kommt man immer zu einem Deal, der einen zufriedenstellt. Aber ich glaube, es wird Zeit, meine Schuld bei Lady Meridia einzulösen. Ich hoffe nicht, dass es etwas zu Komisches ist und dass es etwas Normales ist, was ich für sie erledigen kann. Auf geht's zu ihrem Schrein.